Und damit herzlich willkommen zurück live aus der Sporthalle Gießen-Ost. Wir wollen über das Thema Sponsoring sprechen im Sportbereich. Und das machen wir mit einem Unternehmen, das sich wirklich sehr, sehr gut da auskennt. Nämlich mit dem Namenssponsor der Jobstairs Gießen 46ers mit Jobstairs. Und da darf ich bei mir Ingolf Tetz begrüßen, den CEO von Jobstairs. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass du da bist. Hallo Simon. Wie hast du es erlebt in der ersten Hälfte aus Sicht von Gießen? Ich würde mal sagen, Licht und Schatten. Es waren sehr, sehr gute Ansätze dabei. Ich glaube, wir entwickeln uns weiter, wenn man letzte Woche oder letztes Wochenende betrachtet. Wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Aber die Einstellung stimmt. Wie alle hinterm Ball hinterhergehen. Insofern glaube ich, ich bin frohen Gemutes für die zweite Hälfte. Wenn man den Namen Jobstairs liest, wundern sich vielleicht manche, was ist das denn überhaupt? Erklär mal so ein bisschen. Wir sind eine Jobbörse und eine der, sogar die einzige Jobbörse in Deutschland, die eine Flatrate-Jobbörse ist. Das heißt, man zahlt einen Mitgliedsbeitrag, kann so viele Jobs posten, wie man möchte. Das gibt, glaube ich, den Unternehmen die Möglichkeit, sich als Ganzes darzustellen, was an offenen Stellen da ist, gerade in Zeiten von mobilen Arbeiten, auch überregional. Wir sind nicht nur hier in der Gegend aktiv, sondern in ganz Deutschland oder dem Dachbereich. Und das ist Jobstairs.